Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Irgendwelche Tipps? Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Kriegen wir denn jetzt auch spezielle finanzielle Mittel? So nach dem Motto, hier hast du 50.000 Credits. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ah, der Udina ist auch so ein... Ja. Solange ich Sare nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Spectre-Bonus. Spectre-Training und Schmeicheln und Einschüchterungstalente freigeschaltet. Oh, da gucken wir doch gleich mal. Kann ich... Upsala, da wollte ich gar nicht hin. Kann ich jetzt da noch weiter? Ja, kann ich. Machen wir. Spectre-Training. Ja, das machen wir später noch. Ich spiele ja, wie gesagt, auf leicht, von daher sollte selbst ich die Kämpfe hinkriegen. Was haben wir hier? Elektronik. Ja, machen wir mal. Und bei ihm. Da können wir das Präzisionsgewehr mal freischalten und einen reinsetzen. So. Tagebuch. Mit dem Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew zustellen. Ja, ein Schiff haben wir doch schon. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. Das machen wir aber noch nicht, weil vorher wollte ich noch mit dem Spectre-Ausrüster sprechen. Ob der jetzt vielleicht... Wobei, ja... Haben wir hier unsere Credits stehen? Ne, haben wir nicht. Gehen wir nochmal hin. Weil man sollte sich ja denken eigentlich, dass man jetzt auch dementsprechend finanzielle Mittel dann zukriegt, ne? Zum Beispiel Credits, mit denen man sich dann dementsprechend eine Ausrüstung kaufen kann. Oder dass man Ausrüstung generell gestellt bekommt, weil... Hier ist das mit der Kameraauglung ganz gut zu sehen. Weil man ja einen besonderen Status hat und sich alles dementsprechend erlauben darf. Gefühlt alles erlauben darf. Mal gucken. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Das ist auch das Coole. Du hast ja einfach mal so eine Radio an
oder News-Ansagen und kriegst davon dann eine Quest. Vermisstes Forschungsteam. In den Videonachrichten wurde davon berichtet, dass vor kurzem der Kontakt zu einem Forschungsteam im Hades-Gamma-Cluster verloren gegangen sei. Begeben Sie sich in den Hades-Gamma-Cluster und finden Sie heraus, was dort vorgefallen ist. Das machen wir im Laufe der Zeit. Der war da. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Kein Ding. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Dankeschön. Keine Lizenz. Wir können uns zwar Sachen leisten, aber wir haben nur 5000 Credits. Also wir kriegen keinen finanziellen Zuschuss. Schade. Schade, schade, Schokolade. Oh, jetzt habe ich Bock auf Schokolade. Was haben wir denn noch im Tagebuch stehen? Signalortung, das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Den Fern, die Quest, die habe ich, glaube ich, auch nur in den drei Mal, die ich durchgespielt habe, einmal geschafft. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie die ist. Total nervig und kompliziert. Und das ist ja auch im All die Mission auf anderen Planeten oder anderen Systemen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Hangar. Da erwartet uns ja jemand zur Anlagbucht. Die beiden sagen wieder nichts. Nö. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Da haben wir wieder den Punkt mit der Religion. Ich habe das Gefühl, auch wenn jetzt einige verärgert sein könnten, ich bin wie gesagt Atheist, aber ich habe das Gefühl, Religion und Fortschritt beißen sich oftmals extrem. Vor allem halt, wenn es extreme Leute sind, die Religion vertreten. So, dann sprechen wir doch mal mit Butina. Mal gucken, was er sagt. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandie ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Nice. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Immer doch. Aber warum kommst du nicht mit? Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Das sieht aber anders aus. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Das kriegen wir hin. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht.
Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Dass die aber auch überhaupt nicht großartig skeptisch sind, dass die vielleicht doch existieren. Ich meine, die Proteaner, die verschwinden ja nicht von grundlos von einem auf dem anderen Tag bei 50.000 Jahren. Also wäre das nicht gerade unmöglich, dass eine übernatürliche Rasse oder Wesensart sie dann doch ausgelöscht hat. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Belten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Die Kolonisten auf Pharos könnten noch am Leben sein. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, machen wir schon. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre. Bin ich immer noch. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Jo. Ja, den fragen wir mal aus. Ich finde das so lustig, dass sie so aussprechen, Sony. Vielleicht begegnen wir ja auch noch Panasonic. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Ja. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihilus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Saren und ohne unnötiges Blutvergießen in einem Satz, das passt schon mal nicht. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld?
In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pharos geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Okidoki. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Jupp. Aber die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir... Herr Okaris müsste was sagen. Die Normandie vereint die besten Seiten der Allianztechnik und der turianischen Technologie. Sie zeigt, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. In der Tat. Die Normandie ist beeindruckend, Shepard. Es ist eine Ehre, zu ihrer Crew zu gehören. Haben wir ja noch eine schöne Aussicht, die wir genießen können? Nein, aber einen Keeper haben wir. Aber den können wir nicht mehr scannen. Der hat auch gerade scheinbar nichts zu tun. Der chillt hier einfach nur. Und da können wir auch nicht weiter. Schade. Ich dachte, von da oben kann man nochmal eine schöne Aussicht. Boah, sieht aber auch geil aus. Wobei da oben auch der Schild aufhört, also wäre es vielleicht auch nicht ganz schlau, da hochzugehen. Konnte ich hier nicht gerade was? Da. Da war doch was. Ich bin der Meinung, da war was, was ich eben anklicken konnte. Naja. Ha! Da ist es. Okay, ein Codex-Eintrag. Dann gehen wir mal an Bord. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Spiel. Hallo? Spiel? Jetzt schmier bitte nicht ab. Ich habe nämlich nicht zwischengespeichert, wenn mir gerade aufgefallen ist. Das sieht nicht so gut aus. Nee. Ich glaube, das ist abgeschmiert. Okay, dann mache ich hier mal einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.